Hallo allerseits, nochmal ein Video von der eMove 360, Messe für Elektromobilität in München. Ich bin hier am Stand der Firma GoE aus Kärnten und bei Vincent Marbe. Sie haben hier eine Lösung von einem Pedelec, und zwar ein etwas anderes Pedelec, und zwar eine Nachrüstlösung, ganz einfach. Genau. Die habe ich noch nie gesehen, sie gibt es aber, glaube ich, schon seit 2017. Sie seit 2016 ist sie auf dem Markt, 2015 wurde sie mit einer Kickstarter-Kampagne zum ersten Mal vorgestellt. Und wie viele davon sind schon verkauft? An die 2000, 2500. Ach, deshalb ist mir das noch sehr unbekannt, also es ist irgendwo sehr ungebräuchlich. Sie können mir das ja sicher mal zeigen, wie das genau läuft. Genau. Grundsätzlich handelt es sich um Zusatzmontagekits, dass man dann einfach auf einer Ständermontageplatte installieren kann oder wenn genug Abstand ist zwischen Rad und dem Rahmen einfach. Auf das wird ein Motor hinzugeklappt. Motor, das heißt, das ist hier komplett der Motor mit allem? Das ist genau, das ist hier der komplette Motor. Der wird dann grundsätzlich hier einfach auf die Montageplatte hinzugerutscht oder drabgenommen, wenn man es nicht mehr braucht. Dann habe ich hier die Kabel für den Akku wahrscheinlich. Dann habe ich ein Kabel für den Akku, ein Kabel für den Passsensor, der misst, ob man am Treten ist oder nicht. Und dann gibt es noch einen Sensor, der die Radgeschwindigkeit misst, das dementsprechend die Geschwindigkeit, mit der man fährt. Und Stufenauswahl, um die unterstützende Kraft, die man haben will, auszuwählen. Das ist grundsätzlich dann über eine App, kann man das ansteuern. Der Motor generiert seinen eigenen Hotspot und so kann man dann die jeweilige Stärke von der einzelne Stufe definieren. Also im Normalfall ist der Motor dann nicht am Rad, der treibt dann quasi über die Reibung, über so eine Reibfläche, die relativ hart ist, treibt genau. Er dann das Rad selbst an. Genau, das ist eine diamantbeschichtete Rolle. Ab 6 km pro Stunde klappt der Motor dann einfach automatisch hoch, solange man tretet, und unterstützt dann dementsprechend bis zur vorgegebenen Geschwindigkeit und mit der vorgegebenen Leistung. Das heißt, ausgeliefert kann er bis zu 250 Watt Leistung unterstützen und 25 Kilometer pro Stunde. Das Ganze kann man dann freischalten auf bis zu 600 Watt, je nach Ländern, und bis und mit 45 Kilometer pro Stunde ist unter Eigenverantwortung dann. Das heißt, die 250 Watt wären dann klassisch die deutsche Pedelec-Lösung bis genau. 25 Stundenkilometer, die dann auch so geregelt ist, dass sie 25 Stundenkilometer macht. Genau. Und dann läuft das jetzt hier, jetzt haben wir hier riesen Lärm gehabt. Und dann, wie läuft das jetzt hier von der Bedienung ab? Das heißt, ich habe hier den Schalter, der jetzt hier am Lenkrad montiert ist, genau. Kann hier Plus, Minus schalten. Oder Plus. Und dann ab dem Moment, wo ich anfange zu treten, ab 6 km pro Stunde klappt er zu und unterstützt. Man kann dann die Leistung erhöhen, dann unterstützt er stärker. Oder man kann ihn auch einfach wegschalten lassen, sodass man weiterhin normal treten kann und man keine Verlangsamung hat dadurch, dass der Motor weiterhin bremst. Und daneben, sobald man wieder einen Gang dazu tut, unterstützt er wieder so lange, wie man tretet. Hat also den Vorteil, wenn mal wirklich der Akku leer sein sollte, dass ich auch nichts habe an Widerstand, was genau. Hier behindert. Oder wenn ich mal partout sage, ich will einfach mal ein Stück auf dem Weg in den Ausflug selber noch treten und mich genau. etwas körperlich ertüchtigen, kann ich das auch richtig machen. Genau. Jetzt zur Stromversorgung. Sie haben hier einen Akku integriert, der hier auch in einem schönen wasserdichten Gehäuse wahrscheinlich ist. Natürlich. Und eine Ladebuchse hat. Wie viel Leistung, wie viel Energie hat er denn? Der hat 200 Wattstunden, 22 Volt. Reicht dann je nach Nutzung natürlich, wenn ich mit 100 Watt Unterstützung fahre, länger als wenn ich mit 250 Watt Unterstützung fahre. Normalerweise reicht das plus minus 30 Kilometer weit, je nachdem, wie viel Unterstützung man dann eben und den Akku kann ich abnehmen und zu Hause dann laden, das können wir sicher auch mal genau. anschauen. Der Akku ist dann grundsätzlich mit diesem Schlüssel diebstahlsicher, kann dann jederzeit abgenommen werden, mit einem normalen Ladegerät dann einfach an der Schokosteckdose einstecken und innerhalb von 2-3 Stunden gefüllt. Also den Akku gibt es in zwei verschiedenen Leistungsstufen. Mit unterschiedlichem Gewicht? Genau, momentan wird er, also das ist 200 Watt Stunden Version, die wiegt dann die 2 Kilogramm, der Motor wiegt plus minus 1 Kilogramm. Den gab es jetzt lange auch als 400 Watt Stunden Version. Im Moment wird die nicht mehr angeboten, werden wir vielleicht wieder hinzufügen, das steht noch offen. Das Ganze kann man selber nachrüsten, das ist so beschrieben, dass ich das auch schaffe. Ja, ich sehe hier, vom Prinzip her haben wir hier ein großes Gewinde und dann gibt es hier das Gegenstück zum Montieren und das ist wahrscheinlich alles, was ich dann Feinjustage entsprechend anpassen muss und dann würde das schon passen.
Grundsätzlich ja. Es muss noch dieser Passsensor hinzugefügt werden. Das ist ein Magnetring. Das ist der Passsensor an sich, der den Magnetring dann misst, um zu wissen, ist man am Treten oder nicht. Der wird einfach hinzugeklebt. Gleichzeitig gibt es diesen Speed-Sensor. Ja, der wird dann über den Rahmen irgendwo angefügt. Bei uns ist er auf dieser Seite. Und dann gibt es einen Magneten, den man hier sieht, der einfach hinzugeklipst wird. Klassisch, so wie normal der Tacho, der die Geschwindigkeit beim Fahrrad in einfacher Form messen kann. Auf genau. Basis der Magnetimpulse macht er hier auch die Geschwindigkeit. Genau. Also warum kompliziert, wenn es einfach auch geht? Das ist eine interessante Lösung. Jetzt noch zur letzten Frage. Was kostet denn der Spaß, wenn ich das nachrüsten will? Das kostet heute 749 Euro, Mehrwertsteuer inkludiert. Wird in ganz Europa ausgeliefert, kann bei uns auf dem Shop goe.co bestellt werden. Und Montagezeit, 2 Stunden, 3 Stunden? Montagezeit, in der Erfahrung, die wir mit unseren Kunden haben, plus minus 30 Minuten. Unsere Leute machen es innerhalb von 4 Minuten. Die machen das den ganzen Tag lang, die kennen das. Aber unerfahren, es gibt eine Montageanleitung mit Videoanleitung, das ist dann relativ simpel, problemlos umsetzbar. Gut, interessant mal so eine Nachrüstlösung für ein Pedelec zu sehen. Und jetzt lassen wir sie noch einmal laufen, bevor wir dann hier wieder abschalten. Einmal können wir sie noch mal ankurbeln. Gut, das war's hier von der eMove 360 beim Stand der Firma GAUI. Hat mir Spaß gemacht und bedanke mich für die Informationen. Danke Ihnen.